Herzlich willkommen zu unserer Serie Conscious Aging and Conscious Living and Conscious Dying, zu der 7. Saison von Conscious Aging, der Wisdom Factory. Ich bin Heidi von thewisdomfactory.net und wir möchten anlässlich des toten Monats November ein bisschen über dieses Thema sprechen, was doch ziemlich tabu ist in unserer Gesellschaft. Und wir sind zu viert hier zusammengekommen. Wir haben eins gemeinsam, wir haben unseren Partner verloren. Und wir wollen gern darüber sprechen, was das mit uns macht. Und die Absicht ist, dass du, wenn du zuhörst hier, die Inspiration kriegst, dich weder zurückzuhalten vom Weinen zum Beispiel, dass du den Verlust erlitten hast, noch zurückzuhalten, darüber zu sprechen. Huch, das ist mein Hund, der spricht laut, sondern dass das ein Teil unseres Lebens ist und wir sollten es nicht verschweigen und nicht so tun, als wäre nichts und was man einfach so weitermachen kann wie vorher. Das ist definitiv ja nicht so, obwohl viele Menschen das ja versuchen. Ja, das war jetzt so die kurze Einführung. Ich freue mich, dass ihr da seid und wir können erstmal ein kurzes Check-in machen, dass ihr sagt, wer ihr seid und dann machen wir wie immer, wenn wir unter uns Frauen sind, ein ko-kreatives Gespräch über dieses Thema. Okay, wer gerne möchte, kann anfangen. Okay. Ja. Ich bin Inga Hense, ich komme aus Hamburg und mein Lebensgefährte ist im Sommer diesen Jahres verstorben, also relativ jüngst. Ich lasse es jetzt erstmal so kurz, ne? Victoria? Ja, ich bin Victoria Martino und ich bin in Kalifornien, Südkalifornien, und mein Mann ist im Jahr 2007 gestorben, aber für mich ist das noch sehr aktuell, weil wir wirklich wie ein Wesen, also zusammen waren wir wie ein einziges Wesen. Also es ist, ich vermisse ihn noch sehr. Das mit den Tränen ist noch nahe. Mein Name ist Ulrike Heiden und mein Mann ist heuer im März gegangen. Ja, und mein Mann, wie vielleicht die Menschen wissen, die die Wisdom Factory schon seit langem begleiten, ist vor 2 Jahren und 3 Monaten gestorben. Ja, da finden wir uns nur allein wieder. Und müssen unser Leben neu gestalten. Ich denke, vielleicht können wir uns darauf fokussieren und nicht so sehr, wie das alles gewesen ist. So. Aber was ihr wollt, wir können besprechen, was ihr meint, dass wichtig ist zu sagen. Ich fand es komisch, als ich dann plötzlich dachte irgendwann, so, Witwe, jetzt bin ich auch Witwe. Mann, das hätte ich ja nie gedacht, ja. Jetzt soll ich wohl diese Erfahrung auch machen. Und habe mir manchmal gedacht, was bedeutet das eigentlich? Früher hat man gesagt, das Trauerjahr ist ein Jahr. Und ich kann mich erinnern, in der Kindheit, da liefen die Frauen dann immer so in schwarzen Kleidern rum und waren irgendwie so gedrückt und so. Ich bin von Anfang an nicht in schwarzen Kleidern rumgerannt. Bei der Trauerfeier, die wir hier bei uns zu Hause gemacht haben, hatte ich so rosa Bluse und eine bunte Hose an und habe auch später nie schwarz getragen, weil ich wollte nicht noch auch noch durch das Schwarze in die Dunkelheit gedrückt werden. Aber an dem Trauerjahr ist was dran. Ich hatte das Gefühl, dass erst nach einem Jahr konnte ich einigermaßen wieder so
ja, bei mir sein, sagen wir mal. Vorher war es immer noch irgendwie, ja, man funktioniert schon irgendwie, ja. Außen die Leute denken, ach, denkst vielleicht gar nicht mehr dran. Die Leute fragen dich auch nicht unbedingt, wie es dir geht, sondern sie wollen eigentlich lieber nicht mit dem Thema konfrontiert werden und man fühlt sich dann doch manchmal ein bisschen alleine gelassen. Aber nach einem Jahr ist es dann ein bisschen besser und man kann wieder aktiv und nicht immer noch zurückgehalten zu sein von dem Vorhergehenden, was Neues für sich halt dann alleine suchen. Das ist meine Erfahrung damit. Ich würde erstmal zu Victoria gehen, weil das ist schon länger her. Vielleicht kannst du erzählen, wie das mit dir gewesen ist. Ja, ich habe komischerweise, ich weiß nicht wie lange, vielleicht sogar 2 Jahre nach dem Tod meines Mannes habe ich immer schwarz getragen und das war nicht aus Respekt für eine Tradition oder irgend so etwas. Ich wollte es einfach tragen. Ich konnte einfach nicht mehr an Farben denken. Mein Mann war ein berühmter Kunsthistoriker und ich war zuerst, also eine Studentin von ihm und dann 12 Jahre nachher haben wir uns wieder getroffen und ja, es war eigentlich, weil er Kunsthistoriker war, war sein Tod irgendwie für mich eine lange Zeit, also der Tod von Kunst und von alles Schönes und von, also von dem ganzen ästhetischen Sinn. Ich bin Kunsthistorikerin und auch Musikerin und ich habe mich gezwungen, also gleich zu spielen. Also gleich bei seiner Todesfeier habe ich ein Stück gespielt, das ich für ihn, als er im Krankenhaus war, was ich für ihn gespielt habe. Jeden Tag, als er im Krankenhaus war, habe ich für ihn gespielt. Und ich wollte das weitermachen, also bei seinem Todesfall. Natürlich war es sehr schwierig, aber ich habe es trotzdem, ich habe mich gezwungen gefühlt, also das in seiner Ehre zu machen. Und wir haben verschiedene, ich habe 3 verschiedene Todesfeiern organisiert, weil er so weltweit Studenten, ehemalige Studenten und Kollegen und so weiter gehabt hat. Also die erste Feier war hier in Kalifornien, wo wir gelebt haben und dann ein Jahr nachher bei Harvard, wo er unterrichtet hat und wo ich ihn kennengelernt habe. Und dann ein paar Monate später in Wien, wo wir, also wo er war Direktor der Albertine in Wien. Also, und ja, ich weiß nicht, es war, für mich war das eigentlich auch ein Segen irgendwie, dass ich, es klingt irgendwie paradoxisch, aber dass ich noch in diesem Zustand bleiben durfte. Ich habe das mir einfach erlaubt durch diese verschiedenen Feiern und durch diese so Zeitverschiebung von der verschiedenen so Aktualitäten. Ja, und es ist noch immer so eigentlich. Also ich will euch nicht so betrüben, also mit meiner eigenen Erfahrung. Also natürlich geht das Leben weiter, aber ja, ich denke an ihn ständig. Und momentan mache ich eine Vortragsserie über Raphael, also anlässlich Raphaels 500. Todestag. Und das ist auch zu Ehre meines Mannes, der Raphael-Expert war. Und mein Mann wäre im März dieses Jahr, wäre er 85 Jahre alt.
Und darum ist das auch irgendwie ein wichtiges Jahr. Also, und das ist sehr, also es ist sehr, sehr schmerzvoll für mich, muss ich sagen. Also irgendwie mich mit diesen Bildern, die mir so bekannt sind, also zu beschäftigen. Und er hat ein Monograph über Raphael geschrieben und ich habe das natürlich so wieder angeschaut und ich kann es noch immer nicht lesen, weil ich seine Stimme höre. Also hinter jedem Wort ist seine Stimme und das ist, ich kann das noch immer nicht ertragen. Also ich lese ein paar Sätze und dann muss ich aufhören. Aber ich glaube, das ist auch sehr heilend für mich. Also es ist wichtig, dass mich also weiter mit seinem Tod zu beschäftigen, also in einem positiven Sinn, also mit seinem Geist, soll ich sagen, vielleicht, und mit seinem geistlichen Nachlass zu beschäftigen, also ihm noch zu ehren und also jetzt fehlt mir das Wort, also die Wahrheit von seinem Präsenz in meinem Leben, also zu bestätigen irgendwie. Inga, wolltest du sprechen? Ja, ich kann weitermachen. Ja, es ist ja bei mir relativ frisch. Ich muss gestehen, ich habe das Gefühl, dass ich meditiere viel. So, und das hilft. Also ich meditiere sehr, 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 sehr viel. Also mit Sicherheit eine Stunde jeden Tag. So. Und das hilft. Das hilft enorm. Ich gehe auch spazieren und ich meine, wie du sagst, natürlich kann man nicht so weitermachen wie vorher. Punkt. So. Und die Perspektiven ändern sich auch, was einem vielleicht früher ganz wichtig war. Es spielt keine Rolle mehr. Es ist nicht so wichtig. Also die, was weiß ich, Ruhm oder sowas, ja. So what? Das ist, ja, das sind andere Sachen, die dann auf einmal irgendwo eine Rolle spielen und ja, und wo dann so auch grundsätzliche Fragen gestellt werden, also die ich mir stelle, so, ja, wie möchte ich in Zukunft eigentlich leben oder was möchte ich in Zukunft machen und was, ja, wie soll es, also in welche Richtung soll es gehen? Und das sind so Sachen, ja, da wird sich zeigen. Also ich bin momentan, würde ich sagen, ja klar, natürlich, ich arbeite an der Uni und habe da auch Verantwortung und natürlich versuche ich, die halbwegs gerecht zu werden, wobei viele Sachen gehen momentan nicht. Ja, und ist so. Und ich nehme mir auch wirklich die Zeit, dass ich sage, okay, wenn ich ein bisschen arbeite und ein paar Stunden und dann kriege ich Kopfschmerzen, ja, dann höre ich auf und dann gehe ich spazieren oder ich meditiere und wenn es danach wieder weitergehen kann, geht es weiter und wenn nicht, dann nicht. So.
Vielleicht später noch mal mehr, aber vielleicht erstmal. Ja, wie ging es mir jetzt, dieses 6,5 Monate circa her? Und ich hatte von Anfang an das Gefühl, meine Seele kann sehr gut mit dieser Situation umgehen. Ich hatte das Gefühl, so wie am Fluss, also am Grund eines Flusses mit meiner Seele meine Spur zu finden. Und es hat auch Situation für Situation, haben sich die Dinge ergeben. Also wenn ich nur daran denke, dass wir haben im Haus einen Gospelchorleiter und es ist sich um eine Stunde ausgegangen, dass ich diesen neuen Gospelsong online aufgenommen Haare zum Totenbett mitnehmen konnte. Und so Ereignisse waren dauernd. Und es war auch die erste Zeit des Shutdowns bei uns und ich durfte nicht bei ihm sein, körperlich, aber durch diesen Umstand hatte ich unseren Freundes- und Bekannten- und Familienkreis noch informieren können. Und es haben 30, 40 Leute in seiner Todesstunde teilnehmen können. Und es sind sich so viele Dinge so schön und knapp einfach auch ausgegangen. Und Harry war schon lang krank. Und ich habe so das Gefühl, für ihn war sein Leben wirklich vollendet. Und ich denke, er ist auch bewusst gegangen, so nicht noch eine Runde mit einer Lungenkrankheit in der Corona-Situation. Und er ist auch so liebevoll gegangen. Indem er mir noch gesagt hat, mein Herz fließt vor Liebe für dich über. Und eine Stunde später ist seine Lunge im Krankenwagen vor dem Haus kollabiert und von dem ist er nicht mehr aufgewacht. Und wir waren in unserer Arbeit und in unserer Liebe sehr verbunden. Und unser Arbeitszweck, anderen Menschen mit Liebe den Weg in ihr Leben zu eröffnen, das ist geblieben. Das heißt, ich habe keine Sekunde gebraucht, um meinen Sinn und Zweck in der Arbeit auch weiterzuleben. Es hat sich nur ganz schnell mein Zielpublikum verändert, weil wir selbstständig waren und mir klar war, allein jetzt reicht das, da zahle ich nicht. Und so 2-3 Monate nach seinem Tod habe ich eine Anzeige gesehen und ich habe mit 57 nur 2 Bewerbungen geschrieben und die erste ist es dann geworden. Also ich wusste dann Ende Juni, ich werde im September, Entschuldige, ich brauche die Taschen. Ja, habe ich nicht. Ich werde im September anfangen zu arbeiten. Und ich habe diese 6 Monate bis September mit Aufräumen und teilweise Räumlichkeiten verändern und auflösen verbracht und bin noch immer am räumlichen Umgestalten. Aber mir haben Bücher sehr geholfen, also Meditieren und Bücher. Ich hatte morgens und abends immer meine Trauerzeit und habe das immer noch. Und habe die Meditationen und Literatur, zur Literatur vielleicht noch später.
Harry hat mich am Abend, bevor er gestorben ist, noch gefragt, glaubst du, braucht das Bewusstsein einen Körper? Und ich war so am Hin- und Herschießen vom Büro in die Küche und wieder zurück. Und habe so gesagt, naja, wenn es hart auf hart geht, dann wahrscheinlich schon. Und das hat sich gravierend geändert. Also ich weiß jetzt ganz sicher, dass das Bewusstsein nur das Bewusstsein braucht und einen Körper ausborgt für eine nächste Reise. So, jetzt mache ich mal kurz Schluss, hole mir ein Taschentuch und komme wieder. Ja, danke. Ja, bei mir war das so, als Marc gestorben war. Wir waren ja nicht so super lang zusammen. Wir waren ja nur 7 Jahre zusammen. Aber ich hatte das Gefühl, das ist jetzt endlich der Partner, mit dem ich wirklich eine tiefe Verbindung gefühlt habe. Und auch das Thema, das wir zusammen hatten. Wir hatten ständig Gespräche. Und bevor ich ihn kennenlernte, hatte ich ja gedacht, also ich möchte nie wieder mit einem Mann zusammen in einer Wohnung wohnen. Immer am liebsten Single. Ja? Und dann habe ich ihn kennengelernt. Und dann ging das wirklich wunderbar auf engstem Raum. Und wir haben dann eben auch diese Wisdom Factory zusammen gemacht. Und da habe ich festgestellt, ich habe es ihm gesagt, ich weiß nicht, ob er selber das festgestellt hat, aber dass er so eine Begabung hatte, in Kontakt zu treten und auch vor der Kamera zu stehen. Da hätte ich mir, also kann ich mir wirklich eine große Scheibe von abschneiden. Und es hat dann super viel Spaß gemacht, mit ihm so zu arbeiten. Und als er gestorben war, habe ich erst einmal alles abgesagt von Terminen mit Menschen, solche Aufnahmen zu machen. Damals machten wir das ja auch noch alles live. Und habe ich erst mal 3 Monate oder so Auszeit genommen, 2 Monate. Und dann habe ich eben diese Serie gemacht, Conscious Living, Conscious Dying, wo man also erst eine Episode machten von Menschen, die den Krebs überwunden hatten. Und dann, ja, dass jemand, verschiedene Themen, jemand gestorben war, also entweder ein Partner oder Familienmitglied und dann über Hospizarbeit und sowas. Und ich habe das E-Buch über Marc geschrieben. Das heißt, ich habe alle Leute angeschrieben, möchtet ihr was dazu schreiben, habt ihr Bilder oder so. Und da habe ich mich sozusagen beschäftigt gehalten. Das war meine Art von Trauer, ja. Also ich meine, ich habe schon auch öfter mal geheult und so und da gesessen, aber ich habe mir nicht erlaubt zu sagen, ach Gott, ich arme, jetzt bin ich wieder alleine. Was machst du denn? Obwohl, das war schon im Hintergrund auch da. Aber ich habe eben so diese Serie gemacht bis Ende November. Und dann bin ich erst mal so in so eine Art Loch gefallen, wo ich gedacht habe, so, und jetzt? Und was denn jetzt? Und irgendwann habe ich gedacht, das sieht sehr nach Depression aus, ja. Also dann war er, ich liebe Winter ja sowieso nicht und dann allein in der Bude hocken und er hatte früher immer das Feuer so schön gemacht und so und dann hockst du da hier so rum und naja. Und dann war ich eigentlich ziemlich lang in so einer Situation, wo ich das Gefühl habe, ich kann nicht für mich richtig eintreten. Ich hatte da hier Gäste und die waren ein bisschen, wie nennt man das, stepping over the boundaries, let's say. Und ich konnte mich dann nicht wirklich wehren. Ich habe mich einfach zu schwach gefühlt, um zu sagen, nee, hier ist Schluss, Stopp, Ende, aus. Ja? Und es war eine zusätzliche Belastung. Und als die dann weg waren, bin ich endlich wieder ein bisschen aufgelebt. Ja, und nach einem Jahr ging es ein bisschen besser. Dazu muss ich sagen, kurz bevor die Jahresfrist um war, war ich in einer integralen Psychotherapie, sag mal. Man kann es so nennen, man kann es auch anders nennen. Jedenfalls habe ich eine Erfahrung gemacht, wo ich erst anschließend nach 2 Wochen oder so merkte, oh, die Depression ist weg. Wo ist die denn hin? Das war plötzlich wie so ein Shift. Den ich gleich in dem Moment, wo diese Erfahrung war, nicht gemerkt habe, aber anschließend. Ha. Und ab da ging es mir wirklich wieder gut.
Da ist diese Schwere, das am Klotz am Bein hängen, was ich vorher so gespürt habe. Und dann, ach ja, wir wollten ja zusammen alt werden und jetzt bist du doch ganz allein in diesem Riesenhaus und ist keiner da und bin ich überfordert und diesen ganzen Kram, der wurde dann nicht mehr so, der war nicht mehr so erdrückend. Ja? Und seither kann ich auch zum Grab gehen oder wenn ich runtergehe zum Fluss, wo mein Kranich fast immer steht, und da kann ich mich freuen, da kann ich lächeln jetzt. Ja. Es ist nicht mehr, ich muss nicht mehr weinen, sag mal so. Ich kann jetzt sagen, es ist toll, die Zeit, es war toll, dass die mir geschenkt wurde und dass wir die zusammen haben konnten. Und jetzt bin ich halt wieder Single, wie vorher auch. Und naja, kennt man ja, wenn man lang genug Single war. Insofern, im Moment hatte ich mal sogar das Gefühl, dass das alles nur ein Traum war, ja, dass diese Jahre, dass die gar nicht waren. Ich war dann plötzlich wieder in derselben Situation wie vorher, weil er war ja in mein Haus gekommen und hat nicht allzu viel verändert dabei. Also es war nach wie vor mein Haus und die Umgebung und ich war zuständig gewesen. Insofern konnte ich wirklich denken. Ich habe auch damals ein kleines Gedicht geschrieben, als wäre es ein Traum gewesen. Reingeweht und wieder rausgeweht. Es war ein merkwürdiger Zwischenzustand so im Bewusstsein, gerade so, wenn man in Meditation war oder so, ne? Dass ich wirklich nicht genau wusste, wo bin ich eigentlich. Aber wie gesagt, jetzt bin ich dankbar und freudig und ja. Und jetzt, wo Corona ist und wo Trump ist und so und diese ganzen Geschichten in Amerika, bin ich richtig froh, dass er das nicht hat erleben müssen. Denn, ja, er war vorher schon desillusioniert von seinem Land, hat einen großen Schock gehabt über, er hat ja immer gedacht, Amerika wäre wirklich great und von außen angesehen, hat er eben gemerkt, dass das so ganz so vielleicht doch nicht ist. Und jetzt mit Corona wäre er wahrscheinlich, außerdem hat er Lungenprobleme eben auch gehabt. Ist gut, dass es ihm erspart worden ist. Soweit jetzt erstmal zu mir. Ja, vielleicht ergänze ich noch, Ulrike, auch ich habe viel gelesen, muss ich dazu sagen. Das hat mir auch unheimlich geholfen. Ich habe alles Mögliche gelesen und ich bin auch durch meine Meditation davon überzeugt, dass es ein externes Bewusstsein gibt. Punkt. So, das... Und das sage ich, obwohl wir beide wirklich, das heißt obwohl, also wir sind beide Naturwissenschaftler, haben beide auch zusammen geforscht, sehr, sehr eng miteinander gearbeitet auch. Aber ich, je mehr ich erfahre und je mehr ich auch lese und von den Erfahrungen anderer, also es bleibt mir nichts anderes übrig, als zu glauben. Ich bin davon felsenfest überzeugt. So. Es tut mir gut, das zu hören. Und ich habe auch im Spital mit den naturwissenschaftlichen Ärzten schöne Erfahrungen gemacht. Also für die war ja Corona auch neu. Und der Arzt auf der Station, der hat ganz liebevoll gefragt, also wie das jetzt sein soll und wo der Pfleger stehen soll und wo unser Bild sein soll und der Stein und also es war in jedem Gespräch mit den Ärzten in den 10 Tagen oder so Intensivstation ein Merken, dass die wissen, was bei den Patienten an Energie ankommt, auch wenn jetzt niemand da ist. Und das war gerade in dieser Anfangs-Corona-Situation so wichtig und es war auf die Ebene so wichtig, dass ich dann letztendlich mich noch von Harry verabschieden konnte. Also einmal am Bett, wie er noch gelebt hat und einmal am Totenbett. Also hätten wir diese Energieebenen miteinander nicht weben können, hätten wir die Barrieren, die gesetzlichen im Spital auch nicht überwunden, sodass ich noch zu ihm konnte. Also ich habe in der Zeit
gelernt, welche Gnade es ist, wenn man kommunizieren kann und Bewusstsein hat für andere Menschen, andere Situationen und ja, sich gegenseitig stützen kann. Ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken, den Menschen zu erzählen, dass ich denke, dass der Kranich unten am Tiber der Bodenvogel ist und dass ich das Gefühl habe, das ist die Verbindung zu Marc. Nicht unbedingt am Grab selber, da fühle ich wenig, ja? Aber immer wenn ich den Vogel sehe da unten, der seitdem er gegangen ist, ich ihn dort bemerke, vorher habe ich ihn nie gemerkt, und ist er fast immer da, wo ich da bin. Oder fliegt gerade weg oder so. Und das war für mich einfach das, die Verbindung. Ich habe dann irgendwo mal gehört, dass solche Vögel in irgendwelchen Traditionen auch die Vermittler sein sollen zwischen Totenreich und der hiesigen Welt. Ich weiß es nicht genau, es ist einfach nur, ich habe es einfach nur gehört, bin dem nicht weiter nachgegangen, aber für mich ist es so. Und nach wie vor. Ich habe ihn erst vor 2 Tagen, war ich wieder unten, habe ihn gesehen. Freut mich immer. Aber ja, wenn man so ein bisschen wissenschaftlich orientiert ist und sagt dann sowas, da denken ja die Leute, spinnst nicht. Und insofern freue ich mich, dass wir das auch trotzdem, wir verlieren ja unseren rationalen Geist nicht. Und wir werden deswegen nicht Wuhu oder so. Aber ich denke, da ist eben einfach was dran. An diesen Denken, ob man das nur an so einem Vogelfest macht oder wie ihr das beschreibt. Ja, und danke übrigens, Inga, für das Buch. Ich habe das Impressionen vom Tod, ich habe es fast durch und es ist, ja, ich kann da voll mitgehen. Illusion Tod, ne? Ja, dann knüpfe ich mit einem Buchtipp an. Ist Englisch und heißt The Last Frontier, Exploring the Afterlife and Transforming Our Fear of Death von Julia Asante, auch einer Fidi, die sich wissenschaftlich mit dem Phänomen beschäftigt und zum Beispiel so Dinge aufgreift, wie wir uns selber ausreden, dass es das Bewusstsein, dass es ein Bewusstsein jenseits des Körpers gibt. Zum Beispiel, indem wir das, was wir innerlich erleben, als nur Fantasie abtun. Also das ist eine Verhaltensweise, die sie beobachtet und aufgreift. Sie beschreibt auch, wie man gut in Kontakt kommen kann und wie Verstorbene auch kommunizieren, also welche Signale sie senden. Ja, sehr spannend. Und Heidi war ich ganz dankbar am Anfang. Sie hat mich erinnert daran, dass ich das tibetische Totenbuch von Wulf Mirko Weinreich zu Hause habe und die Heidi hat schon vor mir für Harry zum Lesen begonnen drin und das ist ganz einfach geschrieben und wenn man das liest, kann man nicht unberührt davon bleiben, dass die Seele sich einfach vom Körper löst und weiterlebt und sich transformiert. Magst du uns diesen Buchtitel rumschicken? Ja, schreib doch bitte alle Buchtitel in den Chat und ich werde es dann auf die, unter das Video bringen. Victoria, wie ist das für dich?
Hast du das Gefühl, dass er noch da ist? Leider nicht. Also ich habe viele Freundinnen, die ihre Männer verloren haben, und die sprechen immer von der Präsenz von ihren Männern. Also sogar, also eine Freundin von mir sagt, ah ja, wir reden oft miteinander in der Küche und so weiter. Und ich bin sehr neidisch. Also ich weiß nicht, ich muss sagen, was ich spüre, ist nur diese so eine Art Verpflichtung. Also ich habe das Gefühl, dass er noch hier ist, seine Präsenz ist in seinen Büchern und in seinen Ideen und seine Philosophie und irgendwie, und in meine Tochter auch. Also ich habe das früher nicht so gesehen, also beobachtet, aber in der letzten Zeit ich habe meine Mutter verloren, es ist schon über einem Jahr her, aber jede Nacht träume ich von meiner Mutter, und in der letzten Zeit ist mein Mann auch da in den Träumen. Früher habe ich komischerweise nicht von ihm geträumt, aber jetzt ist er plötzlich in jedem Traum auch, und vielleicht gerade deswegen, also sehe ich dann, also im Tageslicht sozusagen, also wie ähnlich meine Tochter ist, auch in einige ihren Ideen und so weiter. Also, aber es wäre schön, wenn er mit mir direkt sprechen würde, aber man kann das nicht anfordern irgendwie, es kommt oder es kommt nicht, also ich weiß nicht. Also ich hatte gerade dran gedacht, als wir jetzt so drüber sprechen, Marc saß ja immer da drüben, so ungefähr 3 Meter weg von mir oder 2,5. Und da hatte ich eine kurze Zeit, habe ich mir gedacht, das sitzt da und hört zu. Ja? Und ich kann nicht sagen, dass ich das wirklich denke oder fühle, aber ich kann auch es denken und fühlen. Also ich wollte damit sagen, ich kann es nicht weder bestätigen noch sagen, das stimmt nicht. Aber ich kann es umfassen und kann denken, ja, und es ist trotzdem so ein, wie so ein Feld, ja, und es war ja mal, und vielleicht ist es eben immer noch. Aber ich wollte damit nur sagen, wir müssen uns nicht entscheiden, ob das jetzt Einbildungen sind oder nicht. Ich denke, wenn es uns gut damit geht, dann ist das okay. Wir wissen wahrscheinlich erst, wenn wir selber da drüben sind, wie es auf der anderen Seite aussieht. Ne? Und so, ob wir uns, also manche Leute haben ja wirklich ein ganz starkes Erleben, ne? von der Nähe. Das hatte ich vielleicht ganz am Anfang eine Weile im Bett liegend, hatte ich echt gedacht, der liegt noch da. Ja? Aber es kann natürlich auch, ne, nur eine Erinnerung sein und all sowas. Aber mir ist das egal, ob das eine Einbildung ist oder nicht. Es ist etwas, wir wissen ja jetzt von diesen Energien, die herrschen, subtilen und sonstiger Art, es ist möglich. Und warum soll ich dann das nicht anerkennen, dass es wahrscheinlich vielleicht so ist? Und mir gefällt es. Jetzt liegt der Hund unten drunter, wo er unter seinem Schreibtisch. Ja, und einfach schön zu denken, da sitzt er und hört zu. Ja, ich hatte gerade so in den letzten Wochen verstärkt auch so ein paar Schriften von Rudolf Steiner gelesen, der sich da ja sehr, sehr intensiv Gedanken darum gemacht hat. Und ich meine, ich kannte vorher seine Schriften nicht. Und ich muss sagen, das fand ich sehr, für mich sehr, sehr schön, so, naja, wirklich so quasi ein bisschen Praxis zu bekommen, wie man sich das eigentlich vorstellen kann. Ja?
so in die geistige Welt und so. Und das fand ich, diese Teilung oder Teilung auch des Menschen und wie man sich auch den Übergang in die geistige Welt vorstellt und so, das fand ich eigentlich sehr, sehr schön, weil mir hilft es dann so ein bisschen, so ein theoretischer Rahmen dann auch zu bekommen. Ja, da habe ich gemerkt, dass das hilft mir und das tut mir gut, außer zu sagen, ja, vielleicht gibt es da was, vielleicht auch nicht so in der Art, sondern auch so ein bisschen zu, das zu konkretisieren. Also das hat mir in den letzten Wochen doch eigentlich ganz gut geholfen auch, muss ich sagen. So, und naja, wie du sagst, also ich meine, bei manchen Sachen, dann denke ich mir, oh, das ist so intensiv, das kann schon gar kein Zufall sein. Ja, das glaube ich einfach nicht. Punkt. So, das, so, und wenn du dir auch andere Leute dann das durchliest, die Erfahrungen anderer Leute, würde ich denken, okay, natürlich kann alles mögliche Zufall sein, ja, aber so viel Zufälle. Ja. Ja, mein Mann hat immer gesagt, es gibt keine Zufälle, es gibt nur, was er, so Synchronizitäten, und er hat sie Witze der Engel genannt. Und für ihn hat es bedeutet, dass sie sind Witze der Engel, eben weil sie nicht so wichtig sind in sich selber, sondern man muss nur, so wie es im Evangelium steht, also wie Jesus gesagt hat, wer Ohren hat zu hören, soll hören, und wer Augen hat zu sehen, soll sehen. Und es ist gerade also diese Idee, dass wir alles beobachten sollen. Also dass mein Mann hat immer gesagt, es gibt täglich viele Wunder, aber man muss die Augen haben, sie zu sehen. Und das ist wie dein Kran, dein Vogel, Heidi. Und mein Mann hat auch diesen Vogel sehr geliebt. Und also Beatrice und ich auch. Wir waren 2 Jahre in Japan, und es gab einen Fluss, also in der Nähe von unserem Haus. Und wir haben täglich dort einen Spaziergang gemacht. Und wir haben immer diese wunderschöne weiße Kräne gesehen. Und und noch immer, also wenn möglich, also jährlich am Todestag meines Mannes, also schauen wir so viele Vögel wie möglich an, also wo immer wir sind, also wenn es in der Nähe von dem Meer, also oder bei einem Teich oder im Wald oder einfach im Garten, also irgendwie für uns beide ist das so ein Zeichen von dem Präsenz meines Mannes. Aber habe ich richtig gehört, Inge, hast du Rudolf Steiner oder nicht? Habe ich etwas falsch? Steiner, aha, weil mein Mann so ein ganz, ganz fester Anthroposoph war. Und ich war immer, also irgendwie, ich habe das damals nicht geglaubt, aber komischerweise seitdem mein Mann gestorben ist, dann plötzlich ist es mir aktueller. Es ist irgendwie, das ist auch so ein Paradox irgendwie, weil ich, er wollte zum Beispiel, dass wir unsere Tochter in die Waldorfschule schicken, und ich war ganz dagegen. Und ja, es ist irgendwie komisch, wie das Leben ist. Aber jetzt, ja, gleich nach seinem Tod, na nicht gleich, aber so ein paar Wochen nach seinem Tod, habe ich von der Anthroposophischen Gesellschaft in Los Angeles gehört. Ich weiß nicht überhaupt, also wie sie von dem Tod meines Mannes gehört haben, weil er hier in Kalifornien nichts damit zu tun hatte. Aber sie haben das irgendwie gehört, und sie haben eine Todesfeier für ihn
in November eben. Also er ist im September gestorben und dann Anfang November haben sie ein wunderschönes Feier für ihn in Los Angeles. Und ich war sehr gerührt, weil ich das nie, ich hätte das nie gedacht, dass er irgendwie, also diese Leute sind einfach aufgetaucht und dann haben diese Initiative gehabt und das war für mich wunderschön. Also das war sehr rührend eigentlich. Das finde ich jetzt spannend, wie er gesprochen hat, dass man durch so ein Erlebnis praktisch in die Erfahrung der Transzendenz kommen kann oder von Spiritualität, Religiosität. Es wird ja oft gesagt, dass selbst so völlige Atheisten angesichts des Todes plötzlich, oder wenn man älter wird auch, dann plötzlich mehr spirituell eingestellt sind. Denkt ihr, ist bei euch der Fall oder wart ihr schon vorher, hattet ihr vorher irgendwie das Gefühl, ein spirituelles Wesen in menschlicher Gestalt zu sein oder sowas? Also ich muss dazu sagen, für mich ist auch das wirklich intensiv erst nachher passiert. Ich habe mich jetzt dann Anfang des Jahres ein Interview, mehrere Interviews gemacht über die Archetypen der Seele und es wird immer interessanter. Ich kenne natürlich auch das Totenbuch und fand es auch schon toll, nicht? Und habe es auch gelesen und vorgelesen und so, aber ich habe das Gefühl, ich komme dem immer näher. So ein Bewusstsein, dass der Tod nicht das Ende ist, auch mein eigener, ja, sondern dass es da irgendwie noch mehr zu erforschen gibt und es waren schon viele Dinge, die wir schon vorher, bevor wir auf die Welt kamen, durchlebt haben. Das denke ich immer mehr. Die würde ich gern aufgreifen, die Frage. Also ich bin mutiger geworden, im Außen drüber zu sprechen und das stärkt auch meine Spiritualität. Und also das Bild hinter mir ist von der Abschiedsfeier von Harald und die war erst vor 2 Wochen. Und ich bin wirklich mit meiner Seele zu der Feier navigiert, wie sie sein sollte. Also Harry war ein Element Wind und hatte ein Totemtier Adler. Und ich habe gewusst, ich muss irgendwo raus in die Natur und rauf und über Wien. Und ich habe dann gemerkt, allein da zahle ich das nicht. Und habe eine Zen-Priesterin gefunden über unsere integralen Kreise von der Hanna Hündorf, ist mir die Doris Hader empfohlen worden und die ist jetzt in Wien. Und sie hat mich liebevoll unterstützt, diese Feier vorzubereiten. Und das Schöne an ihrer Arbeit ist, dass sie eine ganz weltliche Sprache verwendet für den buddhistischen Hintergrund. Das liegt in ihrer Linie. Und so war das für ganz unterschiedliche Menschen auch nehmbar, die bei dieser Feier waren. Wir haben einen Satz, ich hoffe, ich darf das so sagen, aber es war, also schien mir unser beider Erkenntnis, dass wir, dass das Wesentliche die Liebe ist, dass das gerade so auf unserem Erkenntnisweg liegt. Und ergeben hat sich das aus 4 Textteilen, die der Harry ganz zentral auf seinem Laptop hinterlassen hat und die ich auch als Ausgangspunkt für diese Abschiedsfeier genommen habe. Und das, nachdem wir es hier jetzt Deutsch machen, sage ich es auf Deutsch, zwar in Englisch. Werde wahrhaftig, sei wahrhaftig.
werde zum Zeugen, zur Zeugin, sei Zeugin oder Zeuge. Werde wesentlich, sei wesentlich. Werde zur Quelle, sei die Quelle. Und ich habe diese vier Zeilen genommen und habe Geschichten zu jeder dieser vier Zeilen aus unserem Leben erzählt. Und nachdem ich nicht singen kann, habe ich eine Musikerin gebeten, mir vier so Healing-Songs, die ich ausgesucht habe, uns halt stimmlich und mit der Gitarre zu begleiten. Und ich habe gemerkt, es ist so ein natürliches Selbstverständnis, das zu tun. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen konventionellen Pfarrer oder konventionelle Priesterin an einem Grab oder an einer Grabstätte auszuwählen. Es war so richtig so, ja, das ist es. Das ist der würdige Abschied für einen Harry, so passt es für Freunde, Familie, so passt es für mich, so passt es insgesamt. Und ja, davon, also das ist stärker geworden und ich merke auch, wenn ich jetzt über meine Karrierearbeit schreibe oder denke, ich glaube, ich werde das Wort Liebe damit verbinden. Der Mut hat mir bisher gefehlt, es war immer da, aber wahrscheinlich will es auch deutlicher ausgesprochen werden. Ja. Ja. Inga, rede ruhig. Ich wollte meinen, dass wir jetzt vielleicht so langsam so einen Abschluss finden und ein paar Minuten können wir noch weitermachen, aber ich meine nicht ins Unendliche. Inga, go ahead. Ich konnte über Spiritualität mit meinem Lebensgefährten wirklich gut reden. So, das ging schon. Aber das hat dann auch geendet, sozusagen. Ja? Also außerhalb nicht. So. Und ich habe jetzt ja so 2-3 Leute, mit denen ich wirklich darüber reden kann. Unter anderem auch meine Hausärztin. Dann eine Trauerbegleiterin, die auch gleichzeitig Pfarrerin ist, in einer Christengemeinschaft. Und ja, das sind eigentlich wirklich diejenigen, mit denen man sich jetzt so auch, und mit euch kann ich auch darüber reden, aber ich würde sagen, darüber hinaus, gerade weil ich aus dem naturwissenschaftlichen Umfeld komme. Dann ist da Schluss. Also ich hatte einmal ansatzweise, und das war noch nicht mal irgendwas Persönliches, sondern nur, dass ich so die Quantenphysik mal so ein bisschen andiskutieren wollte. Das ging völlig in die Hose, es ging gar nicht. Also wie die Quantenphysik, die hat ja auch einige, sieht ja auch einige Verknüpfungen da mit externem Bewusstsein. Aber das werde ich sein lassen, das geht nicht. Das sind Gespräche, die kann ich nicht in meinem sonstigen Umfeld führen. So. Da habe ich eine Frage an dich, Inga. Meinst du, dass nicht auch andere, vielleicht nicht gerade die, mit denen du gesprochen hast, aber andere so ähnlich sind wie du, dass sie einfach nicht dann weiter sprechen mit den anderen und dass es viel, viel, viel mehr gibt, Leute, die tatsächlich auch daran interessiert sind, aber sich nicht trauen, darüber zu sprechen? Mag es vielleicht geben, aber wie kriegst du das raus? Das ist ja so das Problem. Ich denke mal, die müssen sich dann finden irgendwie, nicht?
richtige Moment. Ich denke immer an Rupert Sheldrake, wenn er sagt, dass wenn er mit Wissenschaftlern spricht, im Privaten, dann stimmen sie ihm immer mit seinen morphogenetischen Feldern und so alles zu, aber als in ihrem Beruf würden sie das nie sagen. Ja. Ja, ich würde denken, wir kommen so ein bisschen zum Abschluss und ich möchte euch bitten, mal kurz so hineinzufühlen, wie das Gespräch jetzt darüber war. Es ist ja auch für mich das erste Gespräch so öffentlich mit mehreren Leuten über diese Situation, in der wir kollektiv in vier stecken und ja sehr viele Frauen ihren Partner verlieren. Wir wissen ja, dass eher die Männer sterben und meistens die Frauen alleine bleiben und dass wir das unsere Erfahrung mit denen teilen. Wie ist das für euch und was nehmt ihr persönlich mit aus dem Gespräch? Für mich ist es ein starkes und schönes Gefühl von Solidarität. Also ich fühle mich mit euch sehr verbunden und sehr sehr viel Empathie und ich danke dir besonders, Ulrike, dass, also wir haben uns, glaube ich, noch nicht getroffen, kennengelernt, aber ich bin dankbar, dass du deine ganz frische, also du auch Inge natürlich, aber ich kenne dich schon, aber Ulrike besonders, also dass du den Mut gehabt hast, also mit uns deine wie heißt das auf so auf Englisch würde man Vulnerability sagen, also dass du diese ganz tiefe, starke Emotionen mit uns mitteilen wollte und also es ist für mich immer eine Ehre, also wenn ich die Herzen von anderen so mitfühlen kann oder darf. Also ich danke euch allen für das, für diese Ehre. Ja, danke, Victoria. Und ich denke, die Verletzlichkeit und Berührbarkeit, die ist halt die Zwillingsschwester von der Lebensfreude auch. Und ich merke, es ist beides da. Und ich danke dir, Heidi, für diese Einladung. Es war das erste Mal jetzt für mich, dieses Thema Witwe mit anderen Frauen, deren Partner verloren haben, anzuschauen. Und ich habe mit meiner Cousine gesprochen, die ist so um die 40. Und die hat gesagt, ja, es wird nicht drüber geredet, aber selbst in ihrem Alter gibt es schon Witwen. Und ja, ich frage mich, warum das so totgeschwiegen ist. Vorher war es mir ja nicht bewusst, das Thema. Ne? Mir war auch klar, Männer sterben früher als Frauen, okay, aber das war so faktisch. Aber es hatte keine Bedeutung für mich. Ja? Aber was heißt das wirklich für uns? Was heißt es auf der spirituellen, auf der materiellen, auf der körperlichen Ebene in unseren Gemeinschaften? Was heißt geistig? Ja, also was bedeutet dieses Witwe-Sein auf allen Ebenen? Das würde ich gern mit euch noch weiter erkunden. Danke euch allen. Ja, danke Heidi für diese Einladung. Ich fand es schön, mit euch so offen darüber reden zu können und ich fand es eigentlich auch schön, dass es eher, ja, dass auch ihr solche Erfahrungen gemacht habt, solche,
dass es irgendwo immer noch eine Verbindung gibt. So. Und das finde ich, hilft, dass das Leben vielleicht nicht trostlos zu sehen, sag ich mal. So. Und das finde ich, sehr, sehr schön. So. Ich wollte dir noch danken, Heidi. Ich wollte dich nicht auslassen, dass ich habe an die anderen gesprochen. Aber. Nein, vielen Dank für alles, was du tust. Es ist eine sehr wichtige, es fällt mir schon wieder das Wort, aber man würde es auf Englisch eine Ministry so nennen. Das ist wirklich eine heilende Arbeit. Und es ist fast so eine sakrale Arbeit, also was du machst. Also vielen herzlichen Dank. Danke dir und danke euch allen, ja. Victoria, du hast Ulrike noch nicht kennengelernt in unseren Dienstagabendgesprächen. Sie kommt manchmal, aber da habt ihr euch wahrscheinlich gerade verpasst. Und so wie du Inga dort kennengelernt hast, und da haben wir ja auch schon über dieses Thema mal gesprochen. Und da wollte ich dazu sagen, wir sind das integrale Frauenfeld und treffen uns jeden Dienstag, aber nicht öffentlich. Das heißt, es wird nicht irgendwo veröffentlicht. Und das ist das erste Mal, dass wir so miteinander sprechen, dass es auch veröffentlicht wird und dass die Menschen, die möglicherweise in einer ähnlichen Lage sind, ein bisschen Trost finden können und merken, das geht anderen auch so und sie können ruhig weinen, zum Beispiel. Und sie können ruhig auch darüber sprechen. Aber man muss sich eben wahrscheinlich die richtigen Leute aussuchen. Ne? Ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute, die selber mit ihrem Tod ein Problem haben, so, da nicht ihn nicht wahrhaben wollen, die schrecken davor zurück. Aber Menschen, die irgendwie entweder spirituell weiter sind oder auch die Akzeptanz, den Tod ins Leben integriert haben, da ist es sehr hilfreich, mit diesen Menschen zu sprechen. Und Ulrike, ich würde gern dein Bedürfnis aufnehmen. Und ich denke, ich könnte ja jeden November eine solche kurze Reihe über Tod und Sterben machen. Und da können wir uns wieder treffen und sehen, wie es uns nach einem Jahr damit gegangen ist. Ob da neue Erkenntnisse oder Erfahrungen aufgetaucht sind. Danke für die Daumen. Ja, ich freue mich jedenfalls, dass ihr da wart. Es ist mir nach wie vor ein Bedürfnis, darüber zu reden. Für mich ist es so ein bisschen, wie du gesagt hast, Victoria, wie so ein Dienst auch am Markt, weil wir ja das zusammen gegründet haben, nicht? Und das weiterzumachen, weiterzuführen in gewisser Weise, nicht? Und das sehe ich schon auch als etwas Heiliges, ja, sacred. Und das ist, glaube ich, mittlerweile auch die Motivation, warum ich das alles mache, ja. Ich müsste es ja nicht machen. Ich verdiene nichts dran oder irgendwas, ja. Also, aber einfach mit euch in Bezug zu sein, in Beziehung zu sein und möglicherweise etwas zu tun für andere Menschen, das inspiriert mich und ich möchte das gerne weitermachen und wunderbar mit euch. Und wie gesagt, wenn ihr mitsprechen wollt, wenn ihr dir das zuhört, zuschaut, wenn euch die Themen, die wir hier durchgesprochen haben oder alle anderen auf der thewisdomfactory.net, dann könnt ihr euch gerne melden und wir werden sehen, wie wir euch damit einbinden können. Okay, und damit danke ich euch und bis nächsten November in dieser Zusammensetzung.